Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir versucht, hier die ganzen Kinder von dieser Dame hier zu finden und ja, sind kläglich gescheitert. Ich habe keine Ahnung, was man mit diesem Kind machen muss. Ich habe von einigen Charakteren ein paar Titel ausprobiert und dann mit dem Charakter dieses Kind angesprochen. Ich habe versucht, irgendwie, keine Ahnung, dieses Stofftier da anzuzünden. Vielleicht lacht er da darüber, habe ich mir gedacht, aber nee, ist auch nicht. Ich habe mit denen ja allen geredet und ja, die geben mir keine Infos, also pff. So, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie eine Stunde lang hier zu versuchen, was ich hier machen muss. Deswegen mache ich hier einfach weiter und gucke mich da um. Wird vertagt. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass ich einen bestimmten Titel brauche, wie heirate mich. Ich bin... Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass man irgendwie einen bestimmten Titel oder ein bestimmtes Kostüm braucht, um mit diesem Kind zu reden oder was weiß ich. Ansonsten hat man irgendwie nicht viel Auswahl. Also ja. Was? Wenn das ein Anmach war, bin ich nicht interessiert. Ich lasse mich nur von einem Mann ansprechen, der charmanter ist als du. Fuck. Gehört er nicht? Ey. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß ganz genau, was das bedeutet. Na? Ja, ich bin Diana. Ich kehre sofort zu Mama zurück. Das Kind war gar nicht. Boah. Ich bin so. Das Kind gehörte gar nicht zu der, ne? Boah. Ja. Was ist passiert? Komm im Joker, so. Elementar, Defensor. Nichts Neues. Das ist doch keine Verfluchte. Ja, letztes Mal habe ich dafür eine verfluchte Waffe gehalten, aber war es nicht. Es war nur eine verfluchte Waffe. Ach ja, die Handschuhe. Warte mal, warte. Fluchtgeschwindigkeit, ah, okay. Ist eigentlich schon hoch genug. Boah, leck mich. Aber ich benutze sie sowieso nicht mehr. Aber ich fange an, mich zu langweilen. Okay, was war hier? Nein, hier. Individualität. Okay, Realitätszeit, wenn dieser zwei Meter aneinander, okay. Okay, das Kind hatte nichts damit zu tun. Ich bin ein Idiot. Na gut. Ja. Kann passieren. Ich dachte, weil dir so ein Dialog kam, war irgendwie so offensichtlich, aber nein. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet. Na? So kann man auch irgendwie an Essen kommen, ne? Was für ein Ding? Gerstenreis, ach so. Irgendwie so Geisterreis oder Geisterkreis, irgendwie sowas gelesen. Hey, hallo, Schnapper. Also, mein Gott. Wo guck ich überhaupt nach? Das ist sowieso meistens Essen. Was ist mit dir? Okay, irgendwas ist hier passiert. Was denn? Was? Sein Zimmer besuchen möchten, melden Sie sich bitte an den Schalter. Machen wir das mal. Vielleicht gibt es ja jetzt 10 und was weiß ich. Ja. Genießen Sie das Nachtleben von Altamira. Können wir jetzt hier nachts rumlaufen oder wie? Nein, jetzt sind die weg. Nachts ist Schwimmen verboten. Muss ja irgendwie einen Grund haben. Wir haben Grabstein, ne? Nein, okay. Was ist das? Hey, du bist doch der Dings hier, oder? Dann müsst ihr euch an den Regeln ein Dank für euer Verständnis. Was? Casino und Theater?
Okay, wisst ihr was, das machen wir, nachdem wir die Quest mit den Kindern erledigt haben. Ich gehe jetzt einfach mal raus und wieder rein, damit es ja wohl wieder Tag sein will. Wie, ich kann nachts nicht raus. Okay, hier gibt es ein Casino, das ist schön zu wissen. Mein Gott, wie kryptisch das hier gemacht ist. Hi, na? Na gut, müssen wir jedenfalls mehr machen können nachts. Es gibt ein Casino. Sehr schön. Ich wollte schon sagen, muss doch irgendwas nachts zu tun geben dann. Na, warte mal, ich wusste es. Hast du mich vermisst? Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch bei, wie man jedermanns Lieblingsschweiz kocht. Spaghetti. Hat er mich mit H geschrieben? Mittlerweile. Spaghetti, man nehme eine Sorte Nudeln, Zwiebeln und Tomate. Boah, geil. Tschüss. Mein Planet, er braucht mich. Ich muss seinen Ruf folgen. What the heck? Man, dann gibt es auch so ein Katzenirren, ey. Kommen hier die Katzen von Tales of Xillia 2 hin, oder was? Oh, Kinder, kennt ihr die wahre Bedeutung des Wortes Grenze? Ich denke mal nein. Versucht einen dreifachen Salto, dann findet ihr vielleicht die Antwort. Ja. Dann sagt sie mir. Schon wieder die Titel geändert, deswegen. Ja. Ich bin Katz, na? Wie geht's? Was geht ab, meine Genossen? Brüll, Roll, Miau, Schnurr. Warum gibt's hier auch so ein Katzenvolk, ne? Das sind bestimmt die ganzen Katzen aus Tales of Xillia 2, die ich sammle. Und 88 Katzen, die ich momentan hab. Ah. Wo bin ich hier noch reingelandet? Also 101 Katzen oder was? Der hat doch Probleme. Ich gehe mal hier raus und verschwinde, ja. Ich habe nichts gesehen, nein. Das war überhaupt nicht merkwürdig. Na, wo ist er? So, dann gehen wir mal hier rein und das da unten, das haben wir nicht gesehen. Was? Wie noch ein bisschen spielen? Im Casino oder was? Die Nacht ist noch jung, ins Bett gehen. Okay, dann weiß ich, was ich ja noch mache in den restlichen Part, wenn ich die Kinder gefunden habe. Ich würde die warten jetzt noch immer da. Die sind nochmal schlafen gegangen. Dann haben die sich wieder hingestellt, ey. So. Du gehst jetzt zu deiner Mutter. Sehr schön. Ich hätte gleich mit den Frauen da reden sollen, egal. Hi, na? Fleischstreifen, jo. Na? Oh. Ihr habt alle meine Töchter gefunden. Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Ihr habt ein kleines Dankeschön. Ich habe ein kleines Dankeschön für euch. Ich habe dem Manager des Hotels Bescheid gegeben. Ihr könnt es dort abholen. Lebt wohl. Dankeschön, was? Sehen wir noch, was es ist. Ja, warum nicht? Ah, du hier? Ja, komm, Master Regan und die anderen. Bitte holen Sie sich aus und sehen Sie den Aufenthalt in Altamira. Bei hier im vierten Stock oder irgendwie sowas. Heirate mich, du hast so einen Knall. Oder meinst du die hier? Okay. Na gut. Sind Sie Mr. Lloyd? Ein Paket wurde für Sie abgegeben. Oh, das ist bestimmt das Dankeschön.
Ich bin gespannt, was es ist. Mir wurde gesagt, es handelt sich um Badekleidung. Oh, wir haben für Sie einen Umkleideraum bereitgestellt. Hier entlang, bitte. Oh, sehr gut. Okay, amüsieren wir uns. Leute, hält den Titel Wasserratte. Jetzt bekommen alle ihre Schwimmkleidung oder was? So, Leute, jemand aus ihrer Gruppe erwartet sie. Wer mag es wohl sein? Universalritter. Yay. Ist das Skelett? Ist das Genesis? Ist das Professor Rain, China, Zellus, Persea, Regal? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Colette. Ist das Colette? Leute, du siehst gut aus. Danke, du auch. Du siehst gut aus. Danke, ich bin so glücklich. Colette hält den Titel Nymphe. Ja, das ist das erste Mal, dass ich im Meer geschwommen bin. Strandjunge. Wankener Auserwählte. Okay. Ich habe mich zwar umgezogen, aber ich gehe unter keinen Umständen ins Wasser. Klar. Lichtscheu. Kugel- und Stocklehrling. Wo sind die anderen? Jetzt regnet es hier voll Titel. Titel. Trophäen. Sie haben gesagt, sie sind müde und ruhen sich in ihren Zimmern aus. Langweiler. Aber gut, gehen wir zum Strand. Boah, geil. Na? Wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich, das ist das erste Mal, dass wir zusammen schwimmen sind. Wirklich? Ja, bis jetzt sind immer nur Genesis und ich gegangen. Ja, ich habe euch zwar immer beneidet. Ihr konntet am weit entferntesten Orten spielen gehen. Mir dagegen hat man nie erlaubt, das Dorf zu verlassen. Dann bringe ich dir all die Dinge bei, die wir beide gemacht haben. Oh ja. Da kann man springen, tauchen, Muscheln sammeln und sie essen. Oh, aber du bist ein Mädchen, also sollten wir nichts allzu Wildes anstellen. Ich schaff das schon. Wir haben im Dorf doch auch immer mit den Schwertern gespielt. Ja, also gut. Abmarsch. Gefreite Colette. Jawohl, Sir. Heute spielen wir, bis unsere Haut verschrumpelt ist. Okay. Genesis. Freut, lass uns Sandburgen bauen. Okay, mal sehen, wer die größte bauen kann. Der Gewinner entscheidet, was heute zu Abend gegessen wird. Los geht's. So, Rain. Professor Rain, ich bringe Ihnen das Schwimmen bei. Das ist nicht nötig. Keine Sorge, ich habe gehört, dass das Wasser hier sehr leicht ist, sehr seicht ist. Erzähl nicht so einen Blödsinn. Warum läufst du überhaupt mit Schwertern rum, Leute? Menschen können auch im knietiefen Wasser ertrinken. Aber sie sind doch kein Mensch, Professor. Sei nicht so kleidlich. Au. Sehr schön. So, was jetzt mit den anderen? Flau Dings hier mit den anderen Klamottennamen. Na gut, dann Bams. Ja. Ah, guck mal. Ich finde zwar toll, dass die anderen jetzt Klamotten hier haben, so Badeklamotten, aber trotzdem, ich will auch für die anderen haben. So. Ich glaube, da kann man irgendwie was mit Geld oder so anfangen, weil ich habe genug Geld gerade. So. Ja. Kino und Theater. Kann man da auch Filmsequenzen und so angucken. Das wäre nicht schlecht. Speicherpunkt wäre auch nicht schlecht, weil wenn ich mein Geld verliere, ist vielleicht auch nicht so gut. Hier ist nicht das einzigartige Nachleben von Altamira. Was sagen eigentlich die Beschreibungen jetzt zu den ganzen Dingern? Nymphe. Und gibt natürlich nichts. Ma. Ein weißer Badeanzug, ein strahlendes Lächeln. Du bist die Sonne meines Herzens. Ja, Wasserratte. Schnorchel, Taucherbrille und Schwimmflossen. Warum sagst du, du magst das Meer nicht? Das ist eine die tragen, die verwandeln. Die ruhig irgendwie so besser sortiert werden sollen, finde ich. Strandjunge, Stroh und Sandalen. Ältere Damen finden ihn bestimmt niedlich. Lichtscheu. Man
setzt sich beim Lesen besser unter einen Sonnenschirm. Wellenrauschen beruhigend. Okay, na. Oh, hier ist ein Hund. Hund, vorbei. Schließe ich meine Armee an. Wow. Dieser kleine Kerl sieht aus wie Kenny. Seine Ohren sind so süß. Bitte tötet ihn nicht. Mein Kaiser, ich würde es mir wirklich sehr gerne ansehen, aber ich habe Angst, spielsüchtig zu werden. Ach was. Hallo, liebe geliebtes Wesen. Guten Abend, es ist eine wundervolle Nacht, ich war schwarzes Satar. Fast, ich brauche schwarzes Silber. Wir müssen 18, um Casino spielen zu dürfen. Okay. So, Genesis dürfte halt eigentlich für jeden hier zutreffen. Glaube ich. Hallo, geliebtes Wesen. Ja, was kann man hier machen? Poker spielen oder so? Ich höre dir zu, wie geht's dir? Okay. Wir kommen im Casino, der Markt der Verlockungen. Können Sie Jetons für Casino, fürs Casino kaufen? Möchten Sie etwas darüber erfahren? Ja. In diesem Casino verwenden wir Jetons, eine Währung, die es nur bei uns gibt. Sie können Jetons hier kaufen, dafür benötigen Sie Geld, Erfahrungsgeben oder Rang. Ha? Vermehren Sie Ihre Jetons, um sie gegen dekante Luxusgüter einzutauschen. Manche dieser Gegenstände bekommen Sie nur hier. Wollen Sie... Wo sollen wir Ihnen Jetons besorgen? Mal gucken. Sie können Jetons gegen Erfahrungsgeben tauschen. Prüfen Sie den Wechselkurs und wählen Sie, welche Art Erfahrungsgeben Sie verwenden möchten. Erfahrungsgeben, Max. Was? Okay, mal ganz schön wenig. Nein. Boah. Geld kaufen. Mit Rang, nee. Ein Jeton gleich 500. Boah. 2. 20. Ach, 10.000 sind das. 30. 40. 60. Gehen wir mal ein bisschen was hier aus. Was? Ach so. Jetons, die ich kaufen möchte. Ach so. Bäh. Also, wie viel habe ich jetzt gerade gesagt? 50. Dann müssten das benötigte Geld. Ne, dann 100. Bams. Ja. Wow. Frage ist nur, was ich damit machen kann. Prüfen. Spielautomat für 10 Jetons. Mein Gott, ist ja schon beinahe alles weg. Ist irgendwie Poker, damit war ich manchmal so schlecht in Tales of the Abyss. Mal gucken. Tun wir mal unser Gold hier loswerden. Oder Geld meine ich. Oder Geld meine ich. Hallo meine Schönheit. Ah, du hast Glück im Spiel, bla bla. Ach, da kann man eintauschen, okay. Orangensaft oder so. Wo kann ich den eintauschen? Okay, wo kann ich denn meine Sachen hier eintauschen? Ah, okay. Ring der Geister, T-Ring, edles Granulat, Wundergel. Natürlich ist hier nirgendwo schwarzes Silber. Teufelsspielzeug. Vergiss mein nicht. Okay. Mit meinen 100 kann ich hier natürlich nichts machen. Blackjack, versuchen wir mal. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.